Kollegin, die wie ein Faust aufs Auge dazu gepasst hätte, wäre Anne Wright gewesen. Anne Wright, Colonel der US Army, ausgestiegen wegen des völkerrechtswidrigen Irakkrieges, seitdem eine Aktivistin der Friedensbewegung in den USA, die hier für Rammstein schon vor dem Tor gestanden und gesessen hat, wäre, ich glaube, ich übertreibe nicht, sehr, sehr gerne hier gewesen. Houston, die Flut von Houston hat es verhindert. Ihre Familie lebt in Houston, zwei ihrer Schwestern sind entscheidend von dieser Flut und den katastrophalen Folgen betroffen. Sie ist jetzt, und das drückt alle mal die Daumen, sie wird jetzt aus Houston uns zugeschaltet sein, weil sie wollte nicht darauf verzichten, den nicht einige Leute an uns zu richten. And I hope you can hear me, and the floor is now finished. In opposition to the war in Iraq. I am honored to be to have been asked to speak to you, and I'm sorry I'm not there in person. I know it's a very great conference that you've had on military bases, and tomorrow for your demonstration at Ramstein Air Base in opposition to the assassin drone program that the United States has, and that the German government is allowing the U.S. to use Ramstein as a part of the communications network for that drone program. I'm here in Houston, Texas, because of the massive hurricane that hit in Texas 10 days ago. And as we look at what else is happening in the hemisphere with Hurricane Irma having now come across the islands of the Caribbean and heading for Florida, and then another hurricane that's in the Gulf, and then the big earthquake that happened in Mexico today. I hope you will keep the Western Hemisphere in your hearts because we're having lots of unnatural natural disasters, which I think are great. Disaster that we're wrecking on our planet. And I've been asked to speak today about the United States government under the Trump administration, its foreign policies, and its impact on the world. And I will say it's not very good news at all. When we look at the continued U.S. militarization of U.S. foreign policies, if you look at the militarization of our law enforcement here in the United States and our attempt to get other countries to militarize their own law enforcement. If you look at the United States under Trump on the deportations of people who have been living in the United States for many years, decades in some cases, and the refusal to admit refugees from many Muslim countries, and refusal to assist in the huge burden of that Germany in particular has with the numbers of people that have been coming from Syria and Iraq because of the wars that the United States caused there, starting in decades ago, but particularly precipitated with the U.S. intervention or invasion, first of Afghanistan in 2001, and then of Iraq in 2003, and then subsequently what has happened with the Syria. We look at the, as I mentioned, the militarization of U.S. policies and international policies. We look at the Trump administration as it cuts the budget for the United States on virtually everything but war. We see a 30% cut in the State Department or the Ministry of Foreign Affairs.
the diplomacy side of our foreign policy, and yet the Trump administration wants to cut it by 30%. And then it also wants to cut the Environmental Protection Agency by 30%. That agency that looks after clean air, clean water, hurricane relief and testing of waters after massive pollutions that have happened because of the floods of these hurricanes. And here in Houston, Texas, that's one of the great problems we have with the southern Texas area being one of the massive petrochemical capitals of the world, and many of the refineries and chemical companies having flooded in this 31-inch deluge that Texas has been suffering under. The issue of the huge U.S. military budget that President Trump intends to increase by at least $54 billion, that is just that increase alone is two-thirds of what Russia spends in its entire military budget, and one-third times more than what Germany spends on its military budget. My understanding, your budget is $41 billion for the military, and yet Trump wants just his increase is $54 billion. Added to the current military budget, will bring it up to at least $611 billion. The next highest expenditure for military is China at $215 billion, and then, as I mentioned, Russia at a mere $69 billion. So we look at what is happening with the Trump administration and its war budget. It is increasing, and we hope that we in the peace movement will have success in reducing that. But to be honest, we have not had success under the Bush administration, nor the Obama administration, and the Trump administration. So we will continue to try, that's for sure. But America is a warmongering country and supports politicians that want to go to war. As we know from events that I've attended just this last year in Europe, started in May with the No to NATO conference and the excellent counterconference that was held, and also the march that was held in Brussels, and then in July, the G20, the counter G20 conference that had a three-day excellent conference, challenging the international move toward militarization. When we look at specific places, though, for example, Afghanistan, where the United States now has been at military forces in Afghanistan since 2001, so now 16 years we've had U.S. military forces. We have had 8,900 since the end of the Obama administration, but President Trump wants to increase that by 3,900, almost 50% increase, plus the 30,000 civilian contractors that the United States has, plus the NATO forces that there. We see that under the Trump administration, there's been a massive increase in the number of drone strikes by the United States in Afghanistan. We see as a response to the U.S., continued U.S. involvement and NATO involvement, suicide bombers have increased and are wreaking havoc in the civilian community in the major cities of Afghanistan. We see that the numbers of U.S. military and NATO military that have been killed by Africans that we are training are increasing. We see the increase in the amount of territory and land that the Taliban has, control of in Afghanistan. The militarization of policies toward Afghanistan are an abject failure. Then if we go to the other side of the world, to North Korea, with the glucose curves on both sides, where President Trump's responses to North Korea, or his antagonism, I could say, toward North Korea,
is almost like the North Koreans are writing the words for Donald Trump. I've been stunned by what the U.S. president has said about what we will do, the fire and the fury, no calm and patience and temperance in these, the increase of number of THAAD missiles that the United States has put into South Korea, even with the new president of South Korea, who has left a platform of less talk to North Korea. Let's solve the issues with diplomacy and not with any sort of military action. The request that North Korea has had for South Korea and the U.S. to slow down, to stop U.S. giant military exercises in South Korea, some of the names give an indication to them of what the international wants to do. When you have a military war game that's called decapitation or cutting off the heads of the regime, it gives them an idea. So we are pressing a large movement in the United States for President Trump to follow through on some of his more positive words that he would talk to Kim Jong-un. And that's what we need. We need this discussion and dialogue and not this building up toward what could tragically be a military incident that would escalate in mammoth proportions. I myself was in North Korea in 2015 with a group of 30 women called Women Cross the Demilitarized Zone. And this group has had discussions with North Korean women and South Korean on the issue of a peace treaty, which would finally bring an official end to the crisis between North and South Korea. We look also to Japan. Japan or the United States, both under the Bush administration, the Obama administration, and now the Trump administration, are encouraging Japan to militarize its foreign policies, to throw out Article 9 of the Japanese Constitution, the no war part of the Constitution, not have just a self-defense force, but have an offensive force that can be used by the U.S. All over the world. We're pushing back against that, and we also push back against in the Middle East on the U.S. policies in Iraq and in Syria, on the issue of ISIS, a group that was created really by the U.S. intervention into Iraq in 2003, the backification of the Iraqi government and military, and the imprisonment of hundreds of thousands of Iraqi men, many of whom then decided to join up with this brutal, horrible group called ISIS that has raised such horrific conditions in both Syria and in Iraq. We moved to Somalia, to Libya, Sub-Saharan Africa, where things are in turmoil. I want to end my presentation, though, with a call. I call you, first, thanks to you for your concern about what is happening. When you're concerned about the 179 U.S. bases that are still on German soil, and you're concerned about in Japan, where the United States still has 109 military bases, and in South Korea, where we have 85. Of 800 military bases around the world that we are trying to get our government to close. We are continuing in the United States to challenge the horrific assassin drone program started first under George Bush, accelerated under Obama, and now super accelerated under Trump. We ask to join us, come to Nevada to preach drone base in October, and also in April of next year, where we will be at one of the biggest drone bases in the world, where you can see these drones practice flying, and you can help be with us as we challenge the U.S. military. And come to New York to hand
field at Syracuse, New York, where we, on a monthly basis, have protests against these. So to end, I want to thank you all so much. I'm amazed, I'm thrilled that there are so many people there tonight at the presentation. I thank you for continuing to challenge the U.S. military presence in Germany and your work toward peace in the world. Thank you so very much. Schriftsteller und ein herausragender Mann, Eugen Drewermann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Friedens, von Herzen danke ich den Organisatoren und Veranstaltern der Friedensbewegung für den heutigen Abend, Ihnen allen aber für das große Engagement in der Versöhnungskirche in Kaiserslautern, nachdrücklich und nachhaltig Nein zu sagen zur US Air Base in Ramstein. Sie gehört nicht auf deutschen Boden und wir sind nicht länger verpflichtet, für unsere transatlantischen Freunde eine Zentrale des internationalen Mordens außerhalb von Gerichtsurteilen illegal und in aller Regel im Geheimen weiter zu unterhalten. Die Drohnenmorde, begonnen unter George W. Bush, ausgedehnt unter Barack Obama, sind billiger natürlich als Boots on the Grounds, als Kampfeinsätze militärischer Truppen am Boden. Es ist, dass Langley und die CIA inzwischen die Auseinandersetzung mit dem Pentagon in dieser Frage gewonnen hat. Es werden mehr Drohnenpiloten ausgebildet als Bomberpiloten. Denn vor allem, es ist billiger und nicht so spektakulär, wie große Bombeneinsätze in der Weltöffentlichkeit sonst wären. Das aber bringt die Friedensbewegung in eine merkwürdige Situation. Das Thema Krieg und Frieden, Abrüstung, Deeskalation, Abbau der Militärpräsenz global spielt im Bundestagswahlkampf kaum irgendeine Rolle außerhalb der Mühsalbewegungen. Außerhalb der mühseligen Bedingungen und Bemühungen der Linkspartei. Es ist die Situation der Gegner des Krieges zu vergleichen mit der Lage der griechischen Trojanerin Kassandra. Sie war von Apoll damit bestraft worden, weil sie sich ihm in Liebe verweigerte. Alles sehen zu müssen und verkünden zu sollen, ohne je Gehör und Gefolgschaft zu finden.
wir die Friedensbewegung sehen, den Aufmarsch von einem Krieg in den nächsten. Wir erklären, wie das Ende dieses Desasters sein wird. Aber die Politiker scheinen taub zu sein, wenn wir sie hinweisen auf all das, was weder dem Frieden noch der Versöhnung noch der Gerechtigkeit noch dem Zusammenwachsen der Völker dienen kann. Am heutigen Tag erleben wir mit, wie Irma durch die Karibik zieht und Insel verwüstet. Wir sehen, wie in Mexiko ein Erdbeben der Stärke 8 Elend und Leid bringt. Seit Monaten erleben wir, wie 20 Millionen Afrikaner auf der Flucht vor Hunger und Elend darum betteln, von der UNO die nötigen etwa 4 Milliarden Dollar zu bekommen, damit sie wenigstens überleben. Es ist nicht möglich, der UNO 4 Milliarden Dollar zum Überleben von 20 Millionen Menschen zu geben. Aber es ist möglich, Herrn Stoltenberg, dem Chef der NATO, zuzustimmen. Die europäischen NATO-Mitglieder müssen ihre Militärausgaben gefälligst auf 2% des Bruttoinlandsprodukts erhöhen. Für diesen Schwindel scheint jedes Geld auf Erden richtig und gut angewandt. Es ist es aber nicht. Es sind allein die Rüstungsausgaben ein laterales Hinmorden der Bedürftigsten. Und wir in Deutschland bereiten uns darauf vor, dass wir von 35 Milliarden Euro für Rüstung rasch anwachsen sollen auf über 70 Milliarden. Ist eine sinnlose Verschwendung, selbst der Kissinger sagt das inzwischen. Wir haben eine Unmenge an Zeitvergeudung und an Verurteilungen fremder Staaten hinter uns, statt miteinander zu reden und Gespräche für den Frieden einzuleiten. Ich höre sagen, die NATO sorgt sich vor Russland. Russland gibt ungefähr 80 Milliarden Dollar aus für Rüstung pro Jahr. Das ist allemal zu viel. Aber es ist nicht ein Zehntel von dem, was God's own country, die USA, plus den 300 Milliarden der NATO-Staaten ausgeben im Westen. Es beläuft sich auf mehr als 900 Milliarden, fast die Hälfte der gesamten Militärbudgets, alleine für die westlichen Machtansprüche auf diesem Globus. Und wir sollten außerstande sein, uns dagegen zu wehren. Und wir hätten eine Bevölkerung, die das alles aussitzen und ausschlafen will, bloß weil wir eine Kanzlerin haben, die die Diskussion vermeidet und die letzte Gelegenheit, im Parlament darüber zu reden, unterbindet. Ja. Eben. Ja. Die Amerikaner unterhalten etwa 600 Militärstützpunkte weltweit, Russland ein einziger in Syrien. Wer hat da Grund, sich vor wem zu fürchten? Applaus 1989 war dies das ehrliche Angebot von Michail Gorbatschow an den Unterhalter James Baker. Man könnte Europa nach dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes und bei Auflösung der NATO entmilitarisieren, vom Ural bis zur Atlantikküste. Stellen Sie sich vor, wir hätten die letzten 25 Jahre die enormen Anstrengungen nur für Rüstung konvertieren können zur Lösung der wirklichen Probleme dieser Welt. Hunger, Elend, Naturzerstörung, Analphabetismus, Seuchen, Krankheiten, was Sie wollen. Die UNO benötigte mindestens 4 Milliarden als einen Dauerposten für unmittelbare Katastropheneinsätze. Nicht einmal dieser Posten ist zur Verfügung. Stattdessen wird dann die Bevölkerung gebeten, in den nächsten 6 Wochen oder 2 Monaten persönlich zu helfen für die Katastrophe in Mexiko, in Haiti oder sonst wo. Menschen in einem Erdbebengebiet brauchen Hilfe und zwar unmittelbar und nicht in 6 Wochen, dann sind sie tot. Nicht einmal das ist möglich. Wir hören, dass wir einen internationalen Antiterrorkrieg führen müssen. Nelson Mandela bereits konnte sagen, auf jeden getöteten Terroristen kommen 10 weitere Terroristen.
Und das ist wahr. 2001 hatten wir in Afghanistan etwa 1000 Al-Qaida-Mitglieder. Der IS heute rekrutiert bis zu 30.000 Terroristen. Und vergleichen Sie die Taten. Wenn der IS 10.000 Menschen getötet hat, ist das eine furchtbare Zahl. Aber die Amerikaner im Nahen Osten haben über 2 Millionen Tote zu verantworten. Seit 1991 und dann ab 2003 in 2 langen Kriegen. Alleine in den Proportionen stimmt der Satz: Terror ist der Krieg der Schwachen, Krieg aber ist der Terror der Starken, und den müssen wir unterbinden. Statt auf Gorbatschow zu hören, hatte Bush der Ältere nötig, ab 1991, den Plan der Ostausdehnung der NATO und den Anspruch der Hegemonialmacht der USA, global zu sein. Seitdem haben wir einen Krieg nach dem anderen. 1991 der Irak, 1902 Somalia, 1995 Belgrad, 2001 Afghanistan, 2003 wieder der Irak. Dann haben wir Libyen, Syrien, Mali. Und wir Deutschen immer irgendwie mit dabei, scheibchenweise, angenähert der Realität des Krieges, unter dem Stichwort, wir müssen uns kümmern um Afrika. Wir haben internationale Verantwortung. Jawohl, Frau Merkel und Frau von der Leyen, wir hätten internationale Verantwortung im Kampf gegen Hunger und Elend, aber nicht mit Bomben und Granaten. Man lügt uns in einen Krieg nach dem anderen hinein und nennt dabei das Töten von Menschen humanitäre Einsätze. Wir verteidigen mit keinem Krieg irgendeinen humanitären Wert. Krieg ist die Widerlegung aller Werte. Und er zerstört sich selber in seinem moralischen Anspruch. Durch den Einsatz von Mitteln, die in keinem zivilen Zusammenhang genehmigungsfähig wären. Was für eine Logik überhaupt? Erasmus von Rotterdam konnte in der Klage des Friedens 1520 schreiben, dass wenn es zum Krieg kommt, keine der kombattanten Parteien die eigene Sache für eine Unrechte halten wird. Dann aber fällt man übereinander her, um wie in einem Gottesurteil auf dem Schlachtfeld herauszufinden, wer der Stärkere sei. Und der Besitzer der schlimmsten Mordwaffen, weil er siegreich war im Abschlachten von Menschen, soll ausgerechnet die Rechtsinstanz sein, die jetzt verkündet, was sein Anspruch immer schon recht gewesen wäre. Es ist absurd, meinte Erasmus von Rotterdam vor mehr als einem halben Jahrtausend. Wann begreifen wir es endlich, dass Krieg kein Problem löst, aber alle bestehenden Probleme nur vermehren kann? Statt Krieg zu führen, müssten wir miteinander reden. Die Idee von Gorbatschow ist sehr alt im Grunde. Und wir hätten nur jemandem folgen müssen, dem wir es eigentlich kaum geglaubt hätten. Einer der Hauptkonstrukteure des sogenannten Kalten Kriegs ab 1945 war Winston Churchill. Am 10. Mai 1953 bekommt Winston Churchill mit Rückblick auf seine gesamte Amtszeit, kurz vor seinem eigenen Sterbedatum, in einer ergreifenden Rede fertig zu sagen, dass der Kalte Krieg beendet werden muss. Er sei eine ungeheure Verschwendung von menschlichen, wirtschaftlichen, militärischen, kulturellen und politischen Ressourcen. Er müsse gestoppt werden, damit wir die Zukunft gewinnen. Der Kalte Krieg sei desaströs. Der stammt von dem Mann, der den Kalten Krieg über 50 Jahre lang mit zu verantworten hat. Uns, den Deutschen, aber hat man beigebracht, dass wir uns wieder bewaffnen müssen, 2 Jahre später, 1955, damit wir alles das Furchtbare lernen zur Aufrechterhaltung der Balance of Power, der wechselseitigen Bedrohung, damit wir nun nie tun müssten, was Soldaten zu tun pflegen. Wir vermeiden das Töten von Menschen, indem wir mit dem Töten von Menschen derart furchtbar drohen, dass uns niemand angreift.
Dieses moralische Splitting war die Einleitung der bundesdeutschen Lüge zur Bundeswehr West. Man kann nur ernsthaft drohen, wenn man willens ist, das Angedrohte im Ernstfall auch zu tun. Und das waren wir, das waren die uns Regierenden. Sie hielten Atomkriege für führbar. Sie waren bereit, für die Kuba-Krise 61 auf den Knopf zu drücken. Wir haben mehrfach Glück gehabt. Aber jetzt zu hören, dass die 15.000 Nuklearsprengköpfe der Amerikaner modernisiert werden müssen, damit sie noch besser, taktisch klüger und präziser einzusetzen wären, und sie sollen weiter in Büchel auf deutschem Boden gelagert sein, kann nur beantwortet werden mit höchstem Widerspruch. Und wir verlangen, dass die bundesdeutsche Regierung selber diese unsere Stimme des Widerspruchs endlich aufgreift. Herr Westerwelle als Außenminister war willens und fähig, dafür zu sorgen, dass Büchel geschlossen wird. Frau Merkel war es nicht. Sie musste in atlantischer Treue den Amerikanern weiter in den Krieg folgen. Wer stoppt eigentlich Frau Merkel? Jetzt schreiben sogar die Mainstream-Medien, die Süddeutsche, man wird mit Nordkorea reden müssen. Ich frage Sie, was sind wir in einer Welt befindlich, in der wir erst einmal Wasserstoffbomben zünden müssen, damit die Mächtigen sich selber willens machen, miteinander zu reden? Es ist Putin, der den Vorschlag macht, die Amerikaner sollten mit den Südkoreanern ihre Militärmanöver abblasen und dann Nordkorea seine Atomrüstung stoppen. Beides wäre gleichgewichtig und es wäre sogar die geheime Absicht Nordkoreas, genau das zu tun. Wer macht sich noch eine Vorstellung, wie ab 1950 Nordkorea unter Napalm verbrannt wurde? In einem der furchtbarsten und menschenfressenden Kriege, die wir im ganzen 20. Jahrhundert hatten. Das ist eine Riesenschuld zu begleichen, die aber meistens totgeschwiegen wird, weil wir sie nicht sehen müssen scheinbar. Allein, dass wir Raketen aufstellen im Baltikum, um die Erstschlagkapazität in einer atomaren Auseinandersetzung zurückzugewinnen, zeigt, in welch einem Wahnsinn die uns Regierenden immer noch befindlich sind. Was am 6. August 1945 über Hiroshima geschah, hatte das Zeug in sich, das Bewusstsein der Menschheit ein für alle Mal zu ändern. Niemals mehr Hiroshima, niemals mehr Nagasaki. Stattdessen haben wir die Dauerbedrohung zum Normalzustand gemacht. Wir müssen aufhören, uns mit Angst regieren zu lassen. Sie können sagen, wir verstehen die griechische oder trojanische Kassandra. Wir reden von all dem, aber wer hört denn wirklich auf uns? Und was können wir persönlich tun? Die nächste Wahl wird hingehen und wir werden erleben, dass alles weiter geräuschlos hinter der Bühne tritt fast und in Marsch kommt. Wir als Einzelne können eine Menge, indem wir in unserer eigenen Umgebung und Zuständigkeit, bei unseren Freunden, den Gesprächskreisen, den eigenen Familien. Frau von der Leyen's Programm, die Bundeswehr in der Mitte der Gesellschaft ankommen zu lassen, mit Bewusstsein und in Klarheit boykottieren. Sie schickt ihre Offiziere der Bundeswehr inzwischen in die Schulen, um 16- und 18-jährigen Jungen und Mädchen beizubringen, dass Soldat sein ein Beruf wäre.
Helmut Schmidt konnte einmal sagen, Soldat sein ist kein Beruf. Da hatte er recht. Und dann fügte er hinzu, es sei eine Pflicht. Und er, der sich gern auf Immanuel Kant berief, hätte gesagt bekommen müssen, Soldat sein ist nie eine Pflicht, es ist stets verboten, denn immer muss die Moral bestimmen, wie die politische Handlung ist. Nie aber die Politik die Moral. Vor 200 Jahren konnte Immanuel Kant bereits klar und deutlich formulieren, dass solange aufgerüstet wird, die Option des Krieges vorbereitet wird. Und schon die Kosten des Krieges verbrecherisch sind in Ansehung der Ungerechtigkeit und des Leids, das damit einhergeht. Es ist widersinnig, auf diese Weise Frieden präparieren zu wollen, denn wo der eine seine Kriegsbereitschaft durch Rüstung dokumentiert, wird der Nachbarstaat oder der angezielte potenzielle Gegner genauso rüsten. Und er wird schlimmer rüsten müssen als der andere, denn nur der Überlegene wird auf dem Schlachtfeld überlebend sein. Krieg wird sich immer weiter steigern. Der preußische Militärstratege Clausewitz hatte völlig recht. Ein Krieg hat in sich die Tendenz, zum Unendlichen zu gehen, wenn nicht äußere Faktoren hemmend auf ihn einwirken. Wir sind hier schon auf die Kriegsvorbereitung, hemmend einzuwirken, solange wir reden und denken können. Wir sagen Schluss damit, mit der Rüstung der Kriegsvorbereitung und der Schaffung der Kriegsbereitschaft in den Köpfen schon von 16-Jährigen und 18-Jährigen. Und so sagen wir Frau von der Leyen, Soldat sein ist kein Beruf wie jeder andere. Ist es möglich, dass Sie beim Einkauf einer Wurstware sich nicht Gedanken über die Schlachtungsbedingungen in den Schlachthöfen an der Peripherie der Großstädte machen? Ist auch möglich, dass man die Bevölkerung derart eindämmert, dass sie am Ende den Begriff Sicherheit in Empfang nimmt von Maßnahmen weit weg, die sie kaum sieht oder kaum bemerken soll? Die aber blutrünstig genug und inakzeptabel wären, könnte man sie sehen. Und wir sind hier, möglichst bewusst zu machen, was Soldat sein heißt. Es ist das Gegenteil von dem, was ein Bürger sein sollte. Es ist die geborene Schizophrenie. Denn der Krieg verteidigt nicht die Kultur, er widerspricht ihr in allem. Alles, was im bürgerlichen Zusammenleben verboten als verbrecherisch gebrandmarkt wird, ist im Krieg die trainierte Ausführung gegebener Befehle, um endlich siegreich zu sein. Um 220 schreibt in Nordafrika der Kirchenvater Cyprian: Deckt die Dächer der Häuser dieser Welt ab und du siehst die Welt triefend vor Blut. Denn mordet ein Einzelner einen Einzelnen, ist es ein Verbrechen. Mordet aber einer auf Befehl des Staates 100, dann ist es verdienstvoll und er wird dafür geehrt. Das bedeutet, der Soldat zu sein. Geschützt durch den Gesamtraum des Kollektivs, Dinge machen zu müssen, die keinem privaten Willen unter zivilisierten Bedingungen entstammen könnten. Der Rückfall in die Steinzeit heißt Soldat werden. Und eben deshalb ist das Training. Eben deshalb ist das Training auf den Kasernenhöfen nötig. Stanley Milgram hat das klar analysiert. Der Drill-Sergeant wird das persönliche Gewissen niederbrüllen und niederschreien. Er ab sofort ist die Autorität, kein Pastor, kein Papst, kein eigener Vater, niemand. Er befiehlt, setzen Order. Und jetzt wird nicht diskutiert über die Richtigkeit des Befehls. Einzig zu verantworten ist die korrekte Ausführung des Befehls. Also, wenn ich euch sage, ihr bringt sie alle auf dem Hügel um, dann bringt ihr sie alle um, wir machen euch zu Profikillern. Schauen Sie Stanley Kubricks Full Metal Jacket, die erste halbe Stunde die Präparation auf den Vietnamkrieg an. Sie haben am Ende entmenschlichte Personen, die sich nur noch bewegen, wie wären sie Menschen. In ihnen steckt ein Mordkalkül, das auf jede Weise abrufbar ist.
nicht mehr, was in der Zivilisation gilt, sondern ausgetauscht ist gegen die Gesetze des Kasernenhofes, ist jetzt der Maßstab. Gehorsam nennt sich das. Wie er wirken kann, haben die Amerikaner selber kriminalisiert im Nürnberger Prozess von 1947. Alle Nazi-Granden hatten die Ausrede, Befehl ist Befehl. Und richtig sagten die amerikanischen Ankläger, das ist doch eure Schuld. Ihr habt euer Gewissen abgegeben, eure Personalität. Am Eintritt in das Walhall eurer Geschichte ausgetauscht gegen den Stahlhelm. Ihr habt nur noch gedacht, wie es befohlen wurde. Was wart ihr denn für Menschen, indem ihr freiwillig euch entmenschlicht habt? Amerikaner haben dieses Denken, das sie gelernt haben, hätten können, nie auf sich selber angewandt. 1995 auf RTL sieht man bei Günther Jauch den Bomberkommandanten vom 9. August 1945, Major Sweeney, über Nagasaki. Und wird gefragt nach einem halben Jahrhundert, sie waren damals knapp 20 Jahre alt, was Major Sweeney ist in ihnen vor sich gegangen. Sie haben Hunderttausende von Menschen getötet, mehr als eigenhändig jeder andere in der Geschichte. Ausgenommen ihr Staffelkamerad Major Tibbets 3 Tage vorher. Diese saloppe Antwort von Sweeney ist mir unvergesslich. Befehl ist Befehl, jeder Soldat der Welt hätte dasselbe getan. Und wo er recht hat, hat Sweeney recht. Es kommt ein anderes hinzu. Unsere eigene Sache ist grundsätzlich immer die gute. Daran liegt, dass Amerika mit seiner Ostausdehnung sich nur weiter hineingraben muss in die Vakuumsländer der alten Sowjetunion. Mittelasien, Kirgisistan, Kasachstan, Usbekistan, Georgien inzwischen in Manöveraufmarschen im Baltikum, das soll so weitergehen. Die Ukraine, durch die Farbrevolution im Grunde okkupiert, Vorbereitung gerade Weißrussland in Minsk genauso abzutrennen von Russland. Es soll nicht aufhören. Es dient nicht dem Frieden, es dient dem Leid aller Bewohner in den Regionen. Und wir können nur sagen, als Europäer, die US-Amerikaner sollten aufhören, auf unserem Rücken, auf unsere Kosten, auf unsere Haut und unsere Knochen, ihre Machtspiele weiter auszudehnen. Vereinfachtes Weltbild. Wir sind die Guten und drüben sind die Bösen. Um Menschen in Serie töten zu können, dürfen es eigentlich keine Menschen mehr sein. Unmenschen, Gegenmenschen, Bestien, Ungeziefer, Wahnsinnige, irgend so etwas wird dann die Bildzeitung von ihnen schreiben. Also gehören sie abgeschafft. Oder in der Sprache des Friedensnobelpreisträgers Obama, diese verstehen nur die Sprache der Gewalt. Wer das ernsthaft glaubt, kann nur noch morden. Je weniger von den Bösen überleben, desto besser scheinbar wird die Welt. Aber wir selber werden immer böser dabei und dagegen müssen wir uns wehren und unsere Kinder schützen. Phil Zimbardo hat ein Buch geschrieben, der Lucifer-Effekt. Das meint genau dies. Wir versuchen, auf der Erde den Teufel zu vertreiben und in die Hölle zurückzubomben. Aber das Ergebnis ist umgekehrt. Wir verwandeln die ganze Erde in die lebendige Hölle und uns selber in die Teufel. Das ist, was wir Menschen beibringen. Es ist alles richtig, wenn wir es befehlen, wenn wir es tun, wenn es sich richtet gegen unsere Feinde. Unsere Feinde wären aber gar keine unsere Feinde. Würden wir mit ihnen reden und versuchen, sie zu verstehen? Für jeden Ehemann und jede Frau. Ist das die normale Form der Versöhnung? Warum nicht zwischen den Staaten? Endlich und einmal. Sechs Wochen militärischer Drill. Erich Maria Remarque, im Westen nichts Neues, konnte sagen, die haben genügt. Dass wir für jeden ehemaligen Postboten im Schlamm kriechen und alles, was er sagt, tut. Wir sind keine Menschen mehr.
Wir sind wilde Tiere. Wir sind Marder geworden, schreibt er. Wer heute Tucholsky zitiert und sagt, Soldaten sind Marder, kann eigentlich angeklagt werden, ein Verfassungsfeind zu sein. Die Bundeswehr ist ein Verfassungsorgan. Unsere Option ist, sie endlich aufzulösen. Sie wäre völlig überflüssig. Natürliche Feinde, wir hätten keine, würden wir die Gewalt hier in Rüstungsmittel endlich konvertieren für die Interessen, die Menschen tatsächlich haben, wenn sie leben wollen. Solange wir aber den Krieg für die Rüstungsindustrie sponsern, als Rambock einer inhumanen Wirtschaftsordnung zur Ausdehnung des Kapitalismus beim Zugriff auf die Rohstoffe, der Handelswege, bei einer Regime-Change-Politik, die die richtigen Führer für unsere eigenen Interessen in den Ländern der Dritten Welt installiert, ist das alles ein Gemenge zynischer Brutalität und einer Machtausdehnung, die den Namen Menschlichkeit nicht im Ansatz auch nur verdient. Es rettet nicht die Zukunft, es repetiert die Vergangenheit bis zum Unermüdlichen. Es ist die Steinzeit in der Gegenwart und die Verhinderung dessen, was wir als Hoffnung in die Zukunft pflanzen können. Ich entsinne mich an einen Vortrag, der gesponsert wurde von Frau von der Leyen über den Altphilologenverband in Niedersachsen, wozu griechisch. Sie saß in der ersten Reihe und ich nahm Gelegenheit, den Nutzen des Altgriechischen in unserem Themenzusammenhang vorzustellen. Lesen Sie Euripides. Der Peloponnesische Krieg, letztes Drittel des 5. Jahrhunderts, bringt Athen und Sparta dahin, aus der Geschichte als Mächte auszusteigen. So grausam, fast 30 Jahre lang, wütet das Morden. Und alle sind sie begeistert, wir haben ja die Helden, wir haben Homer, Agamemnon, Odysseus, Achill, großartige Vorbilder. Alexander der Große schlief mit dem Homer und der Ilias unterm Kopfkissen ein. Es ist Euripides, der in den Toren, mitten in dem Wahnsinn, lediglich die Perspektive ändert. Wir schauen uns jetzt mal den Krieg nicht aus der Perspektive der Heroen an, sondern der Opfer. Die Frauen und die Kinder. Der kleine Sohn der Andromache, Aspianax, er wird genommen und an der Stadtmauer zerschmettert, das aus dem Hause des Priamos kein Nachfolger mehr die Griechen bedrohen muss in Troja. Polyxena wird abgeschlachtet, damit ihr Blut den bösen Geist des Achill besänftigen könnte. Andromache selber abgeführt in die Sklaverei. Kassandra, die Sehende und Wissende, als Heroine des Agamemnon, mitgenommen nach Mykene. Das ganze Grauen, das Leiden der Kinder, das Leiden der Frauen, wer hätte es je gesehen, wenn das Wort Krieg fällt? Drei Viertel aller Opfer sind Kinder, sind Frauen, sind alte Leute. Und dann will man gesiegt haben mit Paraden, die von New York bis Los Angeles durch das ganze Land gehen und länger dauern als der Krieg, zum Beispiel 91 Desert Storm, siegreich im Irak beendet wurde. Man muss am Ende das Gewissen der Marder reinwaschen und sie wieder aufnehmen in den Schoß der beifallszahlenden Bevölkerung. Sie selber aber macht sich schizophren. Sie hat nicht gesiegt, sie hat alles verraten, was menschlich als Sieg bezeichnet werden könnte. Sie ist über Leichen gegangen für ein Ziel, das unerreichbar wird. Wenn es denn jemals Frieden, Gerechtigkeit und Menschlichkeit gewesen wäre. In unserer digitalen Bildungsoffensive wird wahrscheinlich Euripides nicht mehr gelesen werden. Darum empfehle ich, dass wir in dem Deutschunterricht uns eines Autors erinnern, von dem Reich Ranitzky sagte, er ist inaktuell. Er ist in Wahrheit aktueller denn je bei der Wiedereröffnung des sogenannten Kalten Krieges, beim Aufzug der neuen atomaren Auseinandersetzung, bei der Verwandlung der ganzen Welt in ein Schlachtfeld. 1947 stirbt in Basel Wolfgang Borchardt, Autor des Bühnenstücks Draußen vor der Tür. Ein Mann, der die Welt nur noch sieht durch die Gasmaskenbrille des Zweiten Weltkriegs und er versteht es nicht, was man mit ihm gemacht hat und wie es weitergeht. Und wie die Generäle schon wieder arriviert sind und die Kriegsgewinnler schon wieder schön auf ihren Sitzen sitzen. Wolfgang Borchardt wird wie ein Testament, lungenkrank, eigentlich nur noch fähig zu reden durch die Stimme, die wir ihm verleihen. Beschwörend.
sagen, bittend, flehend. Mutter in der Ukraine, Mutter in Deutschland, wenn Sie wiederkommen und euch sagen, ihr sollt Kinder gebären, Jungen für die Schützengräben, Kinder, Mädchen für die Spitäler, Mütter in der Ukraine, Mütter in Deutschland, sagt nein. Mann an der Werkbank, wenn Sie wiederkommen und dir sagen, du sollst das Kochgeschirr und Wasserrohren, Kanonen und Handgranaten ziehen. Mann an der Werkbank sagt nein. Und Forscher im Labor, wenn sie wiederkommen und dir sagen, du sollst den neuen Tod entdecken für das alte Leben. Mann im Labor sagt nein. Und wenn wir schon in einer Versöhnungskirche sind und miterleben, dass wir immer noch Militärpfarrer haben, Ex-Pasteure, die uns beibringen, die Verantwortung der Deutschen ist die Bereitschaft zum Krieg führen international. Dann hören Sie den letzten Satz aus Borcherts Testament. Pfarrer auf der Kanzel, wenn Sie wiederkommen und ihr sagen, du sollst die Waffen segnen und die Kriege heilig sprechen. Mann auf der Kanzel sagt nein, denn wenn du nicht nein sagst, wird das alles schlimmer denn je weitergehen. Wir sind hier gemeinsam. Eine politisch-humane Rede halten, aber bei so viel Beifall in einer Kirche wage ich zu äußern, was ich im Grunde sagen wollte. Es hat die Botschaft des Mannes aus Nazareth absolut recht. Der Friede kommt nicht durch die Überlegenheit der Stärkeren. Das wäre ein Kapitulationsfrieden, wie die Welt ihn gibt. Aber Jesus im Johannesevangelium wagt zu sagen, meinen Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt ihn gibt. Dann wäre die erste Maßnahme einseitige Abrüstung. So Jesus beim Einzug in Jerusalem. Und das ist das für mich schönste Wort zu unserem Thema am Beginn der Bergpredigt. Glücklich wage ich, die Menschen zu nennen, die es unternehmen, inmitten dieser Welt wehrlos zu bleiben. Denn nur die haben das Zeug, den Frieden zu bereiten. Nachzulesen in Matthäus 5 und gültig für alle Zeit. Dankeschön. Aber wir haben ja noch ein
einen Redner, auf den ich mich auch sehr freue, einen Wissenschaftler, einen Forscher für den Frieden. Ich bin gespannt. Daniele Ganser, bitteschön. Hitler-Waffensystem so, die Schergen so, alles, immer, das läuft immer. Und das ist ein Trick, um sie runterzubügeln. Und da sage ich, man müsste eigentlich diese Verbindung Deutschland-Hitler, die müsste man kappen, und man müsste machen Deutschland-Goethe. Klar, er kann unglaublich gut formulieren, er hat eine umfassende Bildung, wie Goethe, muss ich sagen. Ja, er ist in dieser Kategorie. Früher haben wir immer gedacht, ja nein, das gab es einfach früher und die tot sind, das sind dann die Großen. Nein, nein, das war gerade einer. Ja. Alles, was er gesagt hat, das kann ich zu 100% unterschreiben. Also das ist schon so vieles, so Gutes gesagt, dass ich mir jetzt überlegt habe, dass ich vielleicht so fortfahren werde, wenn Sie erlauben. Ich würde zuerst zum amerikanischen Imperialismus sprechen, einige Eckdaten, dass man sich das nochmal verdeutlicht, und dann vielleicht auf diese Sache hingehen, wo die Friedensbewegung weiter Unterstützung braucht. Nämlich, wie schaffen wir es, dass wir nicht durch Angst regiert werden. Weil das hat er ja gesagt. Lehmann hat in seiner ausgezeichneten Rede gesagt, diese Politik der Angst, die führt uns immer nur in die Gewalt, in die Verbrechen rein. Dann ist ja die Frage, wie können wir denn, ich nehme uns jetzt einfach als wir, wie können wir denn als Friedensbewegung diese Angst überwinden? Wie gehen wir selber mit unserer Angst um? Also das wären vielleicht diese zwei Punkte. Zuerst US-Imperialismus und dann Mut statt Angst. Das wäre so mein Programm, das ich jetzt gerade entwickle. Passt das? Dann fangen wir mit dem US-Imperialismus an. Die Drohnen, die eben hier gerade vor der Türe gesteuert werden, werden von Noam Chomsky, dem amerikanischen Intellektuellen, ganz wichtig als Staatsterrorismus bezeichnet. Ja, der Drohnenkrieg ist Staatsterrorismus, und wenn wir über Terrorismus nachdenken, ist es ganz wichtig, dass wir uns auch gegen Staatsterrorismus wehren, dass wir auch gegen Drohnen und auf uns aussprechen, und darum möchte ich zuerst Ihnen allen danken, dass Sie hier sind. Es sind 800 Leute hier in der Versöhnungskirche, und das haben mir die Veranstalter gesagt, ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber es ist einfach
richtig voll und die Veranstaltung, mir gesagt, es gibt diese Veranstaltung seit 3 Jahren und dann ist sie immer gewachsen. Ja. Also 2015 hat das angefangen, 2016 ging das weiter, 2017. Das heißt, dass Sie eigentlich diese Kraft auch sehen. Schauen Sie mal links und rechts, all diese Leute, die da sind. Es ist wirklich wichtig, dass man die mal wahrnimmt. Ja, schauen Sie mal links und rechts sich in die Augen. Ja. Das ist tatsächlich wichtig. Ja. Einige finden das unangenehm, aber man macht es jetzt. Weil ich bekomme viele E-Mails von Leuten, die sagen, ich begreife das mit dem US-Imperialismus, aber ich fühle mich ein bisschen isoliert. Und das Problem haben Sie jetzt. Killer-Roboter bezeichnen. Man muss sich das mal klar sein. Herr Brevermann hat ausgeführt, dass man früher sozusagen auf dem Kasernenhof die Menschen in einen solchen Drill reingebracht hat, dass sie einfach nur Befehle befolgen und ihr Gewissen völlig begraben. Ja. Das ist tatsächlich ein Problem, mit dem die Friedensbewegung konfrontiert ist. Und da müssen wir uns einfach an Sophie Scholl orientieren. Sophie Scholl hat ja gesagt, alle Menschen haben die strengsten Maßstäbe in sich selber. Ja, also jeder hat eigentlich sein Gewissen, aber weil sie so streng sind, richten wir uns nicht immer danach. Aber man muss eigentlich gar keinen Vortrag hören oder ein Buch lesen, um zu wissen, dass es falsch ist, jemanden zu enthaupten, zu vergewaltigen oder zu foltern, sondern das weiß der Mensch intuitiv. Und was früher sozusagen auf den Kasernenhöfen passiert ist, dass man also diese Entmenschlichen vorangetrieben hat, das ist jetzt im Rahmen der digitalen Revolution noch eine Stufe weitergetrieben worden. Sie wissen, die Drohnen sind Flugzeuge, da sitzt niemand drin. Und aus diesen Flugzeugen heraus werden Waffen abgeschossen, die töten. Diese Waffen werden gelenkt mit digitaler Technik, mit Kameras. Das heißt, eine Drohne ist ein Killerroboter. Das müssen wir uns klar sein. Das heißt, die Friedensbewegung am Anfang des 21. Jahrhunderts steht vor der Herausforderung, wie gehen wir mit Killerrobotern um? Weil natürlich haben die keine Empathie. Es hat noch nie eine Drohne gegeben, die dann beim Rückflug in die USA angefangen hat zu weinen. Das gibt es nicht. Diese Maschinen sind natürlich völlig gefühllos. Natürlich gibt es Drohnenpiloten in den USA, die die Systeme steuern. Und da haben wir einige, die gesagt haben, mir wurde schlecht, dass ich wirklich verstanden habe, was ich gemacht habe. Aber auf der anderen Seite sehen wir eine Tendenz der Militarisierung, dass jetzt zum Beispiel Hunde gebaut werden, aber nur als Maschinen, ja? Einfach 4 Beine, ein Gerät und das kann eine Treppe raufrennen. Das kann so schnell rennen wie ein Mensch. Das gibt es jetzt schon. Ja? Das sind so die laufenden Computer, wenn Sie wollen. Und wenn man die mit Waffen bestückt, dann haben Sie Terminator. Ja? Und Terminator habe ich natürlich früher, ja, ich weiß nicht welches Jahr das war, wir haben uns das angeschaut und gedacht, abgefahrene Story als Hollywood. Oder? Das haben wir gedacht. Es ist aber nicht einfach eine abgefahrene Story, sondern das ist die nächste Stufe der Kriegsführung, wie wir sie im Moment beobachten. Also dieses Stichwort Killerroboter fordert uns ja eigentlich dazu auf, aufzustehen und sich hinzustellen und zu sagen, wir wollen das nicht. Und das tun wir heute. Ja? Eine Demonstration gegen die Drohnen ist auch eine Demonstration gegen Killerroboter und da möchte ich Ihnen sehr danken, dass Sie hier sind. Ist auch eine kritische Auseinandersetzung mit dem amerikanischen Imperialismus. Weil diese Drohnenbasis hier ist ja eine Drohnenbasis des amerikanischen Imperiums. Und darum fand ich es von den Organisatoren sehr, sehr gut gemacht, dass man sich
sofort mit der amerikanischen Friedensbewegung vernetzt hat. Ganz live mit Anne Wright, die ja eben gegen den Irakkrieg 2003 aufgestanden ist, zurückgetreten ist. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass die Friedensbewegung in Europa mit der Friedensbewegung in den USA, mit der Friedensbewegung in Russland und überhaupt in allen Ländern sich vernetzt. Das ist ganz wichtig. Die sie zum Teil selber nicht richtig verstanden haben, dann ist es nicht ein Beitrag, um die Sache zu stärken, sondern es ist immer ein Versuch, uns zu spalten. Und es ist ganz wichtig für die Friedensbewegung, dass wir uns nicht spalten lassen durch irgendwelche Begriffe, die uns sozusagen das Recht absprechen wollen, dass wir uns organisieren gegen Krieg und Terror. Die Auseinandersetzung mit dem amerikanischen Imperialismus ist daher wichtig, weil er natürlich sehr, sehr viel Leid über die Welt gebracht hat. Es ist im Moment so, dass die Schüler in der Schule lernen, ja, Imperialismus gab es im 19. Jahrhundert. Das waren die Briten. Die haben damals Indien regiert und Kanada regiert und Teile von Afrika. Und zum Glück ist das jetzt alles vorbei. Und dann bekommen die Kinder ein Brot und können in die Pause. Das ist natürlich, ich sage mal, nicht wahrhaftig. Ja? Und der Imperialismus ist eine Sache, die uns schon lange, lange beschäftigt als Menschheitsfamilie. Wir haben auch eine Phase des spanischen Imperialismus oder des portugiesischen Imperialismus etc. Und das Dritte Reich selber war ein Versuch, von Deutschland zur imperialen Macht aufzusteigen, Territorien zu kontrollieren, Rohstoffe zu kontrollieren etc. Aber dass heute ganz eindeutig das US-Imperium Imperialismus betreibt, das wird hier totgeschwiegen. Das wird einfach totgeschwiegen. Das lesen Sie nicht im Spiegel, das finden Sie nicht auf ZDF, das finden Sie nicht auf ARD, auch nicht auf Qualitätssendern wie RTL 2. Also, man fragt sich, wie können wir denn als wache Menschen unsere Umwelt analysieren, wenn das Wort US-Imperium überhaupt nicht auftaucht. Ja? Man hat den Menschen einen Begriff weggenommen, den sie eigentlich bräuchten, um die internationale Politik zu verstehen. Und das ist eigentlich bei uns in der Schweiz genau das Gleiche. Also wir haben ja die NZZ oder wir haben Qualitätssendungen wie die Arena im Schweizer Fernsehen. Und da ist es so, dass das ist natürlich eigentlich letzten Endes eine Situation, wo ich mich in meiner Forschung einfach bemühe, den Begriff wieder einzuführen. Und weil ich in meinen Vorträgen immer so spreche, dass die 15- bis 25-Jährigen, das ist ja meine Zielgruppe, alle anderen sind auch herzlich willkommen, dass diese Generation, ja, wie wird ja das 21. Jahrhundert prägen, dass diese verstehen, was ich meine, möchte ich einfach gewisse Dinge nochmal repetieren, auch wenn viele hier im Land das schon kennen. Als Imperium bezeichnet man einfach die stärkste Macht militärisch in einem spezifischen Zeitraum. Und das US-Imperium ist seit 1945 dominant, das heißt, wir haben jetzt 70 Jahre US-Imperialismus. Sie können das Imperium ganz einfach erkennen, indem Sie die Flugzeugträger zählen. Die USA haben 10 Flugzeugträger, die Russen haben nur einen, die Chinesen haben einen. Die Schweiz hat keinen, Franzosen haben auch einen, der ist oft in Reparatur. Also, wenn Sie sich da einen Blick machen, ist das Imperium schnell zu erkennen. Sie können nachher erkennen, anhand der Militärausgaben, es wurde gesagt, in Herrn Bindermann, ganz wichtig, US-Militärausgaben sind mal $600 Milliarden pro Jahr, stellen Sie sich vor. Wenn man das in friedliche Prozesse oder in die Energiewende oder in Traumaarbeit, ja, wir müssen ja Traumaarbeit machen, wenn das dort investiert wird, könnten wir innerhalb von 10 oder 20 Jahren massive Fortschritte machen als Gesellschaft. Ja.
Und wir müssen immer zugeben, diese Optionen sind da. Das ist nicht einfach unmöglich, das könnte kommen. Es hängt eben davon ab, wie sich die Dinge entwickeln. Und da möchte ich eigentlich sagen, wir zählen dann auch eben die Militärstützpunkte. Und da sehen wir, die Amerikaner haben in mehr als 40 Ländern haben sie Militärstützpunkte. Sie haben Militärstützpunkte in Deutschland, sie haben Militärstützpunkte in Afghanistan, sie haben Militärstützpunkte in Kuba, in Japan, in Südkorea etc. Das heißt, diese Militärstützpunkte, die zählen wir zusammen und Rammstein ist einfach einer, ein großer, ein dominanter, aber ist einer, ist diesem riesengroßen Netzwerk. Und die imperiale Kritik sagt Folgendes, sie sagt, das Imperium hat die Möglichkeit, einen Militärstützpunkt in einem Land zu errichten. Dieses Land hat weniger Macht und kann umgekehrt im Imperium keinen Militärstützpunkt errichten. Also, um das konkret darzustellen. Die USA haben einen Militärstützpunkt auf Kuba, auf Guantanamo. Die Kubaner haben keinen Militärstützpunkt in Florida. Ja, das einfach, um die Dinge zu verstehen. Ja. Wenn man die Dinge nicht versteht, wird man nichts verstehen. Die Amerikaner haben einen Militärstützpunkt in Rammstein und an anderen Orten in Deutschland. Die Deutschen haben keinen Militärstützpunkt in Oregon. Die Amerikaner haben Militärstützpunkte in Italien. Die Italiener haben keinen Militärstützpunkt in Massachusetts. Die Amerikaner haben Militärstützpunkte in Japan. Die Japaner haben keinen Militärstützpunkt in Kalifornien. Also Sie sehen den Dreh. Ne? Es ist wissenschaftlich völlig klar, dass die Amerikaner das Imperium sind. Und das, was mich ein bisschen irritiert, ist, dass unsere Medien irgendwie die Meinung haben, sie könnten das totschreiben und dann werden wir es nicht herausfinden. Also, ja. Das ist eigentlich völlig albern, weil wir haben jetzt die Digitalisierung der Medien. Die Leute werden sich schon die Inhalte suchen, weil letzten Endes ist es so, jeder bekommt die Medien, die er verdient hat. Man kann natürlich schon sagen, ah, das interessiert mich jetzt sehr, jetzt warte ich, bis das in der Tagesschau kommt. Dann machen Sie sich da eine Couch oder jeden Abend sind Sie bereit mit dem Stift, wenn über das US-Imperium berichtet. Die Tage vergehen, der Bericht fällt nicht. Sie gehen in die dritte Woche und denken, jetzt muss er kommen. Ja. Noch immer passiert nichts. Ja, das wäre so ein bisschen das Verhalten, das man tun könnte, aber das müssen Sie ja nicht. Sie müssen das nicht. Sie können sagen, das interessiert mich. Sie suchen sich ein Buch zum Titel, Sie suchen sich einen Vortrag zum Titel. Sie können heute mit einer Stichwortanalyse, ja, über Google News können Sie sehen, in welchen Zeitungen überhaupt der Begriff US-Imperium auftaucht. Das können Sie machen, Recherche einfach in 10 Minuten. Ja? Also wir haben schon die Möglichkeit, uns die Begriffe zurückzuholen. Ich denke, wir sollten das tun. Denn nur ganz kurz, wie die Historiker Imperien beurteilen, wir sagen dann, Imperien verhalten sich sehr oft gewalttätig. Okay? Sie überfallen andere Länder, aber nicht um zu helfen, obwohl sie das natürlich immer sagen, sondern um ihre eigenen Interessen zu maximieren. Ja? Es geht um Geld, es geht um Rohstoffe. Und das wird einfach immer durchgezogen, gerade bei den Briten und den Spaniern nicht anders. Also die Amerikaner verhalten sich einfach wie ein klassisches Imperium und man kann nicht zu einem Imperium hingehen und sagen, jetzt bin ich überrascht, dass das Imperium Gewalt anwendet. Ja. Das ist wie so, wenn man als Vegetarier zu den Löwen geht und sagt, bist du auch Vegetarier? Ja. Ja, der Löwe ist nicht Vegetarier, der frisst sie dann, wenn man sich etwas schlecht informiert. Verstehen wollen, was denn das amerikanische Imperium ist, dann müssen wir mal zählen, wie viele Länder haben die USA bombardiert oder in wie vielen Ländern haben die USA gewaltsam eingegriffen. Weil 1945 wurde ja die UNO-Charta unterschrieben, da steht, alle Länder unterlassen den Einsatz von Gewalt in den internationalen Beziehungen. Ich habe das in einem längeren Buch, Illegale Kriege, genauer ausgeführt. Möchte ich hier gar nicht in alle Details gehen, aber nur in aller Kürze. 1948 manipuliert die CIA die Wahlen in Italien. Das darf man nicht. Haben sie aber gemacht. Imperiale Politik. 1950 bombardieren die USA Nordkorea.
1953 stürzen die USA im Iran die Regierung. Das darf man nicht. 1954 stürzen die Regierung in Guatemala. Traf es. Dann geht es weiter. 1961 versuchen sie die Regierung in Kuba zu stürzen, die Schweinebucht-Invasion, es funktioniert nicht. 1964 beginnen sie Vietnam zu bombardieren und sagen, die Vietnamesen haben angefangen, der sogenannte Golf of Tonkin-Zwischenfall, von dem wir heute genau beweisen können, nein, den hat es nicht gegeben, die Amerikaner haben gelogen. Das führt zu 11 Jahren Krieg und 3 Millionen Toten. Also wir sprechen nicht über Details. 1964 bis 1975 ist dieser Vietnamkrieg. 1973, am 11. September übrigens, stürzen sie die Regierung von Allende in Chile und installieren Pinochet, den Diktator. Der Pinochet nimmt die Opposition ins Flugzeug, fliegt über den Pazifik und wirft sie dort ab. Das ist Terror. Das verhindert bei den Familien, bei den Müttern, bei den Geschwistern, dass sie abschließen können vor dem Grab, weil sie hoffen immer, dass ihre Kinder noch zurückkehren. Das bricht die Bevölkerung. 1953. Das geht weiter. 1979 unterstützt die CIA die Mujahedin in Afghanistan. Die ganzen 80er Jahre lang werden radikale Muslime in Afghanistan bewaffnet. Durch Saudi-Arabien und die USA. Warum? Man will die Sowjetunion in Afghanistan in eine Niederlage hineinbringen, beliefert die Mujahedin, also Osama Bin Laden, Al-Qaida, mit sogenannten Stingerwaffen. Und mit Stingerwaffen können dann die Afghanen die Russen abschießen mit ihren Helikoptern und dann verlieren die Russen den Krieg in Afghanistan. Das funktioniert, ich sage nicht, dass das funktioniert. Zuvor, noch 1979, hilft man Saddam Hussein an die Macht. Unterstützt Saddam Hussein 1980, als er Khomeini angreift. Dann hat man den Krieg zwischen dem Iran und dem Irak. Ja, der Irak fängt an, Saddam greift an, aber ganz still unterstützt man Saddam Hussein. Damals war er der Freund des Westens. Warum? Weil man möchte den Iran schwächen. Also 80 bis 88, dieser Krieg. Und in der Iran-Contra-Affäre 1986 wird aufgedeckt, dass das Imperium gleichzeitig noch den Iran bewaffnet hat. Weil das nicht abgefahren ist. Beide Seiten bewaffnet, weil dann schlachten sie sich noch besser ab. Georg Friedman hat gesagt, amerikanischer Geostratege, man sollte die Deutschen und die Russen gegeneinander hetzen. Wenn die sich gegenseitig töten und sich das deutsche und das russische Blut vermengt, ist das ein Vorteil für das US-Imperium. Diese Dinge wurden gesagt. Man muss sie zur Kenntnis nehmen. Und darum ist es sehr wichtig, dass Deutschland die Freundschaft zu Russland pflegt. Das ist wirklich wichtig. Wenn Libyen 1986 die USA bombardiert hätte. Das hat mich sehr irritiert. 1990 marschiert Saddam Hussein in Kuwait rein, im August 1990. April Glaspie, die amerikanische Botschafterin, sagte ihm zuvor, die Amerikaner hätten nichts dagegen, wenn er seine internationalen Probleme so löst, wie er das für richtig hält. Als er aber einmarschiert, sagt man sofort, das geht ja gar nicht. Der UNO-Sicherheitsrat verhängt ein Embargo. Es gibt einen Krieg, Operation Desert Storm, die Amerikaner bombardieren Irak und Kuwait 1991, setzen dann den Irak unter Embargo. 1996 sagt Madeleine Albright, die Außenministerin, ist im Fernsehen, im amerikanischen Fernsehen, und die Journalistin fragt, in diesem Embargo gegen Irak sind schon 500.000 Kinder gestorben. Ist das der Preis wert? Und sie sagt, yes, I think the price is worth it. Das ist die imperiale Politik. Okay? Und wir sind erst Mitte der 90er Jahre. Deutschland, und das ist ganz wichtig, die deutsche Friedensbewegung war von 1945 bis 1995 erfolgreich. 50 Jahre hat Deutschland noch keinen Krieg mitgemacht. Das finde ich wunderbar. Das müssen wir kurz mit einem Applaus machen.
kommt an die Macht. Die Grünen sagen, nie Krieg etc. Und dann Joschka Fischer und Schröder machen 1999 mit dem amerikanischen Imperium mit und bombardieren Serbien. Völlig illegal. Ein illegaler Angriffskrieg. Und es wird mit dem Trauma der Deutschen gearbeitet, dass die Regierung nämlich behauptet, es gebe Konzentrationslager in Serbien, was nicht wahr war, aber was natürlich in der deutschen Bevölkerung diesen Schockeffekt ausgelöst hat. Und dann hat man ohne UNO-Mandat, ist man plötzlich wieder im Krieg, unter Rot-Grün. Ja, das haben viele bis heute noch nicht richtig verarbeitet, ich vielleicht auch nicht, aber so ist es. Dann kommt 2001. 2001 kommen die Terroranschläge vom 11. September, die bis heute nicht geklärt sind. Und während diesen Terroranschlägen wird das US-Imperium so, dass es sagt, die neue Rahmenerzählung der Krieg gegen den Terror erlaubt uns alle Kriege zu führen, die wir wollen. Okay? In diesem Zustand sind wir jetzt. Wir sind immer im sogenannten Krieg gegen den Terrorismus. Aber ich kann allen Menschen, die jung sind, dann kann ich ihnen nur sagen, lehnen Sie den Krieg gegen den Terrorismus ab. Er ist durchsetzt mit Lüge und Gewalt. Beweisen, es ist nicht irgendeine Theorie, sondern wir wissen, 2003 fängt der Angriff auf den Irak an. Die amerikanischen Soldaten, die in den Irakkrieg gezogen sind, haben bei einer Umfrage gesagt, 80%, dass sie glauben, dass sie im Irak sind, weil sie Saddam Hussein bestrafen müssen für seine Rolle bei 9-11. Aber Saddam Hussein hat überhaupt nichts mit 9-11 zu tun gehabt. Das heißt, die Kriegspropaganda funktioniert genauso, wie Goebbels es gesagt hat, es kommt nicht darauf an, ob es Wahrheit ist, sondern es kommt darauf an, dass es aus allen Kanälen immer wieder wiederholt wird. Das wird eigentlich gemacht. Und dann, wenn man es genügend lang wiederholt, ja, dann glauben es die Leute. Und das ist eigentlich der Trick der Kriegspropaganda. Dann kommt den Medien eine ganz entscheidende Rolle zu. Und darum ist es wichtig, dass die Friedensbewegung auch ihre Botschaften immer wiederholt. Ja. Nike sagt ja auch, just do it. Ich meine, das kennt man auswendig. Oder Haribo macht Kinder froh, etc. Ich meine, das mussten wir nicht üben. Das ist irgendwo einfach reingefiltert. Und die Friedensbewegung, ja, die muss immer wieder eigentlich den Grundsatz wiederholen, dass wir fest davon überzeugt sind. Und dafür haben wir empirische Belege, viele, dass die größten Probleme im 21. Jahrhundert eben nicht mit Gewalt gelöst werden können. Das ist der Konsens der Friedensbewegung. Wir wollen keine Kriegspropaganda, wir wollen keine Folter, wir wollen keinen Überwachungsstaat, wir wollen keine Milliarden für die Rüstungsindustrie. Und wir wollen eigentlich diesen ganzen Wahnsinn gar nicht. Den brauchen wir nicht. Hört auf, wir wollen ihn nicht. Chronologie bleibe, wir sind erst 2001, tut mir leid, ich spreche immer noch über den amerikanischen Imperialismus. Sie sehen, wenn Sie das auf einem Blatt notieren wollen, müssen Sie umblättern und Sie brauchen ein ganzes Buch. Aber nach den Terroranschlägen vom 11. September, es ist jetzt genau 16 Jahre her, ja, wenige Tage noch, und dann sind es 16 Jahre her seit diesen Terroranschlägen, habe ich mich schon zuvor mit dem amerikanischen Imperialismus beschäftigt, aber dann nochmals vertieft mit dem Einsturz von WTC-7, dieses dritte Gebäude, das nie erwähnt wird und das nicht gesprochen wird. Und ich sage einfach hier, die Terroranschläge vom 11. September sind nicht geklärt. Trotzdem ist die Bundeswehr nach Afghanistan gezogen. Auf der Basis eines nicht geklärten Terroranschlags. Okay? Das ist völlig verrückt. Die Amerikaner haben nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 nicht einen ganzen Monat gewartet, schon am 7. Oktober 2001 sind die in Afghanistan eingefallen. Dürfen sie nicht. Ist nicht erlaubt. 2003, Irak, ich habe schon gesprochen, mehr als 1 Million Tote seither im Irak. Ja. Dann geht es weiter. Wir haben 2011 die Bombardierung von Libyen.
Sarkozy, Obama und die Briten, zu dritt können wir greifen Libyen. Das Recht hatten sie nicht. Sie sehen immer wieder, sind die NATO-Staaten aggressiv. Trotzdem stellt sich die NATO dar als ein Friedensbündnis oder ein defensives Bündnis. Ist sie nicht. Die NATO ist ein aggressives Angriffsbündnis und eine Gefahr für den Weltfrieden. Das ist die Frage. Assad bringt seine Bevölkerung um. So ist es nicht. Die CIA hat $1 Milliarde investiert, $1 Milliarde in der sogenannten Operation Timber Sycamore, um alle Gegner von Assad zu bewaffnen, um ihn zu stürzen. Dann hat man mit den Saudis, mit den Kataris, mit den Türken, mit den Engländern und den Franzosen zusammengearbeitet. Dieser Regime-Change hat nicht funktioniert. Ja, es ist also ein anderer als Allende 73 oder Mossadegh 53, da wurden die Regierungen gestürzt. Assad ab 2011 konnte nicht gestürzt werden, weil die Iraner und die Russen sozusagen sich hinter Assad gestellt haben und nicht wollten, dass er gestürzt wird. Also das ist 2011, das ist unsere Geschichte. 2014 fängt der Ukraine-Krieg an. Ja. Und da wieder die Amerikaner sagen, ja, das ist Putins Schuld. Der ist irgendeines Morgens aufgestanden und gesagt, jetzt krall ich mir die Krim. Ja. Aber ja, so steht es bei Ihnen in den Zeitungen. Ja. So war es aber nicht. So war es nicht. Es war eine verdeckte Operation, die darauf abzielte, die Ukraine eine andere Regierung zu verpassen, damit eine neue Regierung die Ukraine in die NATO hineinzieht. Ja. Es gab einen Putsch. Und die Russen haben auf diesen Putsch reagiert und sich ihren Stützpunkt auf der Schwarzmeerflotte gesichert, indem sie dort eine Abstimmung durchgeführt haben, dann kam es zur Sezession der Krim. Natürlich können wir das noch lange weitermachen, aber sehen Sie, der amerikanische Imperialismus, und hier nehme ich nur ein paar Fakten, ich habe überhaupt nicht alles erwähnt, über Agent Orange habe ich noch gar nicht gesprochen, es gibt noch viele andere, Hiroshima, Nagasaki habe ich nicht erwähnt, und Herr Drebermann schon, aber wir sprechen hier nicht über ein kleines Problem, sondern wir haben ganz massive Gewaltprobleme mit dem amerikanischen Imperialismus. Obama, der völlig zu Unrecht den Friedensnobelpreis erhalten hat, Obama hat im Jahr 2016 insgesamt 7 Länder bombardiert. Das muss man sich mal vorstellen. Aber eine solche Übersicht finden Sie nicht in der Süddeutschen Zeitung. Finden Sie einfach nicht. Auch nicht in der Bild, auch nicht in Spiegel TV. Sie müssen sich diese Übersicht selber erarbeiten. Sie müssen, da können Sie, es ist auch nicht unmöglich, man kann es. Bombardiert wurden 2016 Afghanistan, Pakistan, Jemen, Irak, Somalia, Syrien und Libyen. Sag mal, ja, das sind ja alles muslimische Länder, macht doch nichts, tu Terroristen. Ja, so läuft die Indoktrination. Und da muss die Friedensbewegung sagen, nein, wir sind eine Menschheitsfamilie. Es ist niemand ausgeschlossen. Durch die Geburt gehört man zur Menschheitsfamilie und das Leben ist teil. Oder entlang den Klassen, Unterschicht, Oberschicht, oder entlang der Geschlechter, Männer gegen Frauen, oder entlang den Religionen, Juden gegen Muslime, Muslime gegen Christen, oder Atheisten gegen Buddhisten oder Hindus. Also sie können ja die Gesellschaft immer wieder spalten. Und ein ganz wichtiger, ein zentraler Punkt ja, in der Friedensbewegung im 21. Jahrhundert wird sein, wie gut gelingt es uns, diese Spaltung zu überwinden. Das ist eine der ganz zentralen Herausforderungen. Und diese Spaltung zu überwinden ist möglich, ja, aber sie erfordert Achtsamkeit.
Ja, der fordert sehr viel Aufmerksamkeit. Und so möchte ich eigentlich den Teil über den amerikanischen Imperialismus abschließen und jetzt zu diesem Teil kommen, wo ich sage, wie kommen wir denn zu unserem eigenen Mut? Weil das ist ja eine Schwierigkeit. Und da kann ich einfach meine Erfahrung Ihnen wiedergeben, ja, dass eigentlich diese Sache mit der Angst und dem Mut für jeden zentral ist. Für jeden. Es ist niemand, der ohne Mut oder ohne Angst durchs Leben geht. Jeder Mensch hat Momente, wo er mutig ist, Momente, wo er Angst hat. Das heißt, wir kennen diese beiden Gebiete sehr, sehr gut. Was ich einfach erlebt habe in meiner Forschung ist, dass ich ab dem Moment, wo ich die Terroranschläge vom 11. September 2001 in der Schweiz öffentlich hinterfragt habe und eine neue Untersuchung gefordert habe, vor allem wegen dem Einsturz von EDC-7, das war, wann war das? 2006, vor 11 Jahren, mit einem Zeitungsartikel in der Tagesanzeiger, wurde ich angegriffen von der amerikanischen Botschaft in der Schweiz, die gesagt hat, Herr Gansler ist ein Verschwörungstheoretiker. Okay. Und dann haben Sie Probleme an Ihrer Arbeitsstelle. Ich war an der ETH Zürich, das ist eine führende Universität. Ich war Senior Researcher an der Forschungsstelle für Sicherheitspolitik. Und dann kommen Sie mit Ihren Gefühlen in Kontakt. Okay? Die hat jeder. Also ich habe sie, sie hat sie, jeder hat sie. Dann ging ich nach Hause und da hatte ich Mühe. Ja? Ich habe gefragt, ja, jetzt gibt es Probleme. Ja? Das merken Sie. Wenn die Probleme anfangen, die sind so deutlich, Sie merken, jetzt gibt es Probleme. Und dann war ich konfrontiert mit meinen Ängsten. Welche Ängste sind das? Sie müssen Ihre eigenen Ängste beobachten, so wie eine Mutter zwei spielende Kinder beobachtet. Das ist ganz wichtig. Oder auch ein Vater. Ich habe dann gesehen, okay, eine Angst, die ich habe, ist die Angst, meine Stelle und mein Einkommen zu verlieren. So eine große Angst. Die heißt Existenzangst. Sie ist weit verbreitet. Ja? Glauben Sie ja nicht, die Leute sind zu blöd, um zu sehen, dass der Drohnenkrieg nicht in Ordnung ist. Viele sehen es, aber sie haben sofort Existenzängste, das offen anzusprechen. Ja? Die zweite Angst ist die Angst vor sozialer Ächtung. Okay. Dass man also im Freundeskreis, in der Familie, am Arbeitsplatz, im Dorf, in der Stadt ja nicht mehr geschätzt wird. Ja. Weil der Mensch ist ein soziales Lebewesen. Er braucht die anderen Menschen. Niemand würde gern, wenn er ein Ticket bekommen würde, einfach auf den Mond. Sie haben dort Jacuzzi und Champagner. Sie dürfen einfach nie zurückkommen. Nehmen Sie es. Nein. Sogar die, die große Probleme haben mit ihrem Nachbarn oder mit der Frau oder mit den Kindern und sagen, nein, also allein will ich eigentlich auch nicht sein. Okay? Also der Mensch ist ein zu hohen Politiker, wie Aristoteles vor mehr als 2000 Jahren gesagt hat, wir sind Gesellschaftswesen, wir sind gerne mit anderen zusammen. Auch wenn natürlich genau die gleichen uns extrem aufregen, haben wir mit denen auch am meisten Spaß, ja, wie sie sind. Und das, was ich mir dann gesagt habe, ist, ich muss herausfinden, wie denn jetzt meine Ängste und meine Freuden, wie das überhaupt jetzt zusammenhängt. Wie kann ich wechseln von Angst zu Mut? Wie funktioniert das? Und das ist ein Prozess, den ich versuche weiterzugeben in meinen Vorträgen. Es ist zum Teil schwierig, weil Sie sehen das ja nicht. Sie sehen Ihre Hände. Jeder kann seine linke Hand anfassen. Er weiß, wo die linke Hand ist. Jeder kann sein rechtes Knie anfassen. Es ist einfach, das rechte Knie ist übersichtlich. Aber wo genau sind Ihre Ängste, wo genau ist Ihr Mut? Ja? Können Sie ihn greifen? Können Sie ihn steuern? Und dann habe ich eine Übung gemacht. Ich habe eine Übung gemacht, weil ich habe gemerkt, meine Ängste werden beeinflusst durch meine Gedanken. Die Gedanken sind so etwas wie eine Lokomotive und die Gefühle sind so etwas wie die Waggons des Zuges. Okay. Sofort, wenn ich gedacht habe, oh je, Daniele, du wirst große Probleme haben wegen diesem Zeitungsartikel, du wirst deine Stelle verlieren, du wirst nicht Professor werden, du wirst deinen Lohn verlieren, dann kamen all diese Gefühle. Okay? Ich habe etwas gedacht, das war nicht einfach ein Gedanke und ich blieb locker, sondern der Gedanke allein hat bedeutet, der Zug fiel, sofort fuhr er in den Bahnhof rein und all diese Wagen waren da.
schlechtes Gefühl im Bauch, keine Freude mehr am Leben, Kloß im Hals. Vorbei, das war ein schlechter Tag. Dann habe ich ihn gefragt, aber warum fährst du immer wieder diesen Zug in den Bahnhof rein? Also das kann ja nicht sein. Kannst du deine Gedanken nicht lenken? Bist du nicht fähig? Warum denkst du das? Warum denkst du das überhaupt? Ich dachte, ja, das ist so, das ist so. Ich denke das nicht, das ist eine saubere Analyse. Okay. Wir sind Meister, wir sind wirklich Meister darin, da brauchen wir keinen Trump dafür, uns fertig zu machen. Selber. Das ist so. Es gibt doch Momente, das haben Sie vielleicht auch schon erlebt, da liegen Sie im Bett, ja, Sie können ausschlafen, es ist Sonntag, Sie müssen nicht zur Arbeit, Sie haben genügend zu essen, Hungersnot, weit und breit keinen Sicht. Das Dach ist dicht, es regnet nicht rein. Sie haben warm, die Decke ist gut, die Matratze ist weich, Sie liegen nicht auf Stein, alles ist gut. Aber dann kommt ein Gedanke und er martert Sie. Irgendein Gedanke, das kann irgendetwas, da kommt ein Gedanke, oh, zack, und der Gedanke produziert einen massiven Stress. Weil ich das wirklich beobachten wollte, habe ich folgende Übung gemacht. Ich habe ein Jahr kalt geduscht. Das heißt, ich habe mich zurückgezogen, weil der Mensch hat eine Tendenz zu sagen, die anderen sind schuld. Okay? Das ist einfach das, was wir immer machen. Wir übernehmen nicht die Verantwortung für unsere eigenen Gefühle und Gedanken, sagen der Nachbar, die Frau, die Kinder, der Boss und Trump und Kim Jong-un, die sind schuld. Und dann projizieren wir die ganzen Phänomene nach außen. Das ist ein Trick, das machen wir sehr gerne. Habe ich gedacht, diesen Trick werde ich nicht zulassen, ich gehe ins Badezimmer, mache die Türe zu, da war nur ich. Dann gehe ich in die Dusche, ganz nackt, nur ich. Niemand, dem ich die Schuld geben kann. Dann war die Aufgabe, ein Jahr, nur kalt. Haare waschen, alles nur kalt. Und dann war der Test zu beobachten, was denn der Verstand so macht. Der war immer dabei. Der spricht auch unter der Dusche. Der Prozess. Ich habe ja gesagt, ich möchte Ihnen erklären, wie Sie über die Ängste hinauskommen. Also wie ich über meine Ängste, und die sind dann nicht weg, aber Sie lernen sie kennen. Ja. Sie müssen gar nicht mit 9-11 anfangen, es reicht mit kleinen Dingen. Dann stehe ich also vor dieser Dusche und ich stehe noch nicht runter, weil der Körper macht so. Und dann macht mein Verstand, das sind die eigenen Gedanken, fängt an. Der legt los ungefragt. Sie werden beobachten, dass Ihr Verstand ungefragt loslegt, und zwar die ganze Zeit. Und wenn Sie es schaffen, in die Achtsamkeit zu gehen, ja, der Verstand und Sie hinten dran. Dann habe ich den beobachtet. Dann fiel der an, zuerst hat er gesagt, Daniel, das machst du nicht wirklich. Das mache ich jetzt, ein Jahr lang. Und ich sage, ein Jahr lang. Das ist Gesundheitsschädigung, da bin ich sicher. Gesundheitsschädigung? Was soll das? Ja, du wirst einen Herzinfarkt bekommen. Ich habe noch nie von einem Herzinfarkt gehört. Und sehen Sie jetzt, ich mache hin und her. Der Verstand übernimmt beide Teile der Diskussion. Sie brauchen gar keinen. Das geht in Ihrem Kopf hin und her, wie Ping-Pong. Sie spielen schneller als die Chinesen hin und her. Und dann habe ich gesagt, ich mache das jetzt. Ich sage, nein, also das. Zuerst sagt er, es ist gefährlich. Wenn das nicht geht, fängt er an zu schmeicheln. Oh, heute hattest du doch einen harten Tag. Willst du nicht dir doch mindestens diese warme Dusche gönnen? Und dann habe ich gedacht, ich mache eine Übung in Achtsamkeit. Ich möchte meine Gedanken beobachten. Und dann macht der Verstand, was für eine bescheuerte Übung soll denn das sein? Kennst du irgendjemanden, der diese Übung macht? Im Moment nicht. Ah, aber du musst das machen. Ja, ich will das jetzt. Dann musst du doch das nicht machen, das ist eindeutig unsinnig. Und dann, zack, drunter steht. Und dann kommt natürlich ein Schock. Ja? Und dann werden die Gefühle wirklich ausgelöst. Sie merken, das Angstgefühl wird ausgelöst, aber es passiert eigentlich gar nichts. Das Angstgefühl wird maximal ausgelöst, es passiert nichts. Die Gedanken toben wild, es passiert nichts. Am nächsten Tag machen sie es wieder. Und es passiert wieder genau die gleiche Sache. Der ist immer wieder da.
Das heißt, dass ich aus dieser Phase gelernt habe, jetzt habe ich wieder zu den Warmduschen gelernt. Bravo. Nie, heißt nie, gar nicht. Einfach immer voll auf kalt, oder wenn ich in meine Dusche, ich bin oft im Hotel, einfach nur den kalten. Ende. Natürlich, sie duschen weniger lang. Das ist ein Fall. Und jetzt habe ich Freunde, die mir sagen, ja, also du, ich finde das super interessant, aber das ist jetzt nicht so mein Ding. Dann habe ich gesagt, gut, man kann die gleiche Übung auch im Straßenverkehr machen. Ja? Auch dort werden sie sehen, dass sie sehr viele Gedanken haben. Und das Training, das die Friedensbewegung braucht, um stärker zu sein, ist, dass sie nicht alles, was sie denken, glauben. Okay? Wenn Sie eine Zeitung lesen, ja, ist der Prozess so, dass den Text, den Sie aufnehmen, eigentlich ein Gedanke ist von einer anderen Person, die es geschrieben hat. Ja, wenn jemand etwas schreibt, muss er es zuerst denken. Ich schreibe ja Bücher. Ich weiß doch das, wie das ist. Ich muss es zuerst denken und dann schreibe ich es. Der andere liest und in dem Moment macht er meine Gedanken. Wenn wir die Zeitung lesen, denken wir wie die Redaktion. Das heißt, wenn Sie das Leben lang die gleiche Zeitung lesen, denken Sie wie die Redaktion. Der Vorteil ist, Sie haben ein stabiles Feindbild. Das ist angenehm. Wenn Sie die Zeitungen immer wieder wechseln, haben Sie kein stabiles Feindbild mehr und am Schluss wissen Sie nicht mehr, wer man bombardieren soll. Ja? Aber die Übung ist eben die, dass Sie die Gedanken beobachten. Okay, was denke ich jetzt gerade? Ah ja, Nordkorea ist gefährlich, das denke ich. Warum denke ich das? Habe ich das letzte Woche gedacht? Nein, was dachte ich denn da? Ah, da dachte ich noch, Bin Laden ist gefährlich. Ah nein, der ist jetzt tot. Wen dachte ich sonst noch gefährlich? Saddam Hussein, warum habe ich das immer gedacht? Ja, das stand da. Warum haben die das gedacht? Wer denkt überhaupt, was geht denn da ab? Soll ich mal wieder kalt duschen? Der Prozess auf keiner natürlichen Seite, das möchte ich nur sagen. Es ist nicht so, dass sie das erledigen können, so wie die Achterreihe, die sie dann irgendwann beherrschen, sondern der Prozess der Achtsamkeit ist, dass sie beobachten, dass sie denken. Und sie haben oft die völlige Überzeugung, dass das, was sie denken, extrem originell und wichtig ist. Und da muss ich sie enttäuschen. Das ist nicht so. Ja. Wir denken sehr oft alte Schallplatten, die auf Repeat laufen. Und natürlich können wir das machen, aber dann fährt immer wieder der gleiche Zug in den gleichen Bahnhof. Dann haben sie immer wieder die gleichen Gefühle. Und jetzt möchte ich Ihnen erklären, wie die Kriegspropaganda das nutzt. Die Kriegspropaganda weiß, wenn sie eine Geschichte produziert, was für Gefühle diese erzeugt. Also sie kennen die Zugsformation. Ja, so wie die Deutsche Bahn weiß, erste Klasse hält im Sektor B. Okay? Das steht ja an jedem Bahnsteig. Also zweite Klasse hält im Sektor F, Wagen 19, das mache ich ja die ganze Zeit. Ja? Schau ich da, wo hält der Wagen? Also die Züge sind studiert. Und die Gedanken und Gefühle noch mehr. Die Kriegspropaganda zum Beispiel 1991 und 1990, als man den Einmarsch in Kuwait der amerikanischen Bevölkerung verkaufen wollte, ging es so, man hat gesagt, die Soldaten von Saddam Hussein, die sind nicht nur in Kuwait einmarschiert, die sind dort im Spital. Dort haben sie die Neugeborenen genommen. Die neugeborenen Babys, die kleinen Süßen mit der feinen Haut, die haben sie Kopf voran auf den Boden geschlagen, Kindermord. Das erzählt ein 16-jähriges Mädchen unter Tränen. So, dieser Zug ist parkiert. Der ist eingefahren. Sie haben Gefühle von Wut, Angst und Schock. Niemand hat die Gefühle von Erleichterung, Freude und Entspannung. Sehen Sie das? Die Gedanken steuern den Zug. Das heißt, wenn Sie nicht glauben, dass man die Gefühle in Ihnen manipulieren kann, dann haben Sie nicht verstanden, warum die Leute Milliarden ausgeben für Werbung. Okay? Das ist ein direkter Eingriff auf Ihre Gefühle. Direkt. Und wenn wir das dekonstruieren als Historiker, sehen wir, ah, okay, dieses Mädchen, wer ist das? Ah, das ist die Tochter des amerikanischen, des kuwaitischen Botschafters in den USA. Hat es die toten Kinder gegeben? Nein. Okay, das ist eine Lüge. Okay, dann zack, löst sich das in Luft auf. Das ist die Brutkastenlüge.
Oder die ABC-Waffenlüge 2003, wiederum das Gleiche. Man erzählt, Saddam Hussein hat Massenvernichtungswaffen. Das kommt dann in den Zeitungen, Sie lesen es. Es produziert einen Gedanke, ein schlechtes Gefühl entsteht, Sie haben Angst und sind, Sie natürlich nicht, mal extrem aufgeklärt, weltoffen, aber irgendwie sind Sie dann plötzlich für diesen Krieg. Wer hingegen viel reist, und ich bin viel gereist, ich war in Nepal, ich war in den USA, ich war in Russland, ich war in Algerien, ich war noch in Italien, Frankreich, Spanien, ich war in Indien. Nie habe ich irgendwo Menschen getroffen, die bombardiert werden müssen. Nie. Ja? Aber über die Medien entsteht ein Gefühl und ein Gedanke, dass das notwendig sein kann. Also das ist dieser zweite Teil, den ich heute mitgebracht habe für Sie. Das erste ist eben ein Verständnis, was der amerikanische Imperialismus ist, ein Film der Zeitgeschichte. Der zweite Teil ist ein Verständnis, wie Kriegspropaganda funktioniert und wie sie ausgehebelt werden kann. Sie kann ausgehebelt werden durch ein waches Bewusstsein. Problem ist jetzt dieses, und ich bekomme viele Mails in dieser Art, Leute, die ein waches Bewusstsein haben, stoßen auf Menschen, die noch schlafen. Achtung, dann möchten die Wachen die Schlafenden wecken. Schwierig. Es ist schwierig. Sie können nicht. Das ist ein konkretes Beispiel. Das ist eine 16-jährige Schülerin, die hat mir ein Mail geschrieben. Ich sagte, ganz oft, vielen Dank für Ihre Arbeit, aber ich habe ein konkretes Problem. Ich sehe doch, dass Obama den Friedensnobelpreis nicht verdient hat. Okay, ich sehe doch, das sind Kriegsverbrecher, das sehe ich doch. Aber bei mir in der Schule darf ich das nicht thematisieren. Die Lehrerin sagt uns, wir sollten mehr Fernsehen anschauen, damit wir die Weltpolitik verstehen. Das kann doch nicht sein. Und dann schreibt sie, ich habe versucht, mit meiner Freundin darüber zu sprechen, aber die hat sich nicht dafür interessiert. Und darum fühle ich mich alleine. Und das ist ein Zustand, den sehr, sehr viele Menschen haben. Was es dann braucht, ist nur eine einzige Person, mit der man sprechen kann. Wenn man zu zweit ist, reicht es. Ja, sie müssen nicht 50 sein. Aber wenn ich irgendetwas von Ihnen vielleicht wünschen könnte, dann hoffe ich, dass Sie solche Menschen sind für andere. Ja. Dass Sie für andere ein offenes Ohr haben, um mit denen zu sprechen über Themen, die nirgends debattiert werden können. Weil dann helfen Sie, diesen Achtsamkeitsprozess zu stärken. Und Sie werden dann erkennen, dass sie nicht ihre Gedanken sind, dass sie nicht ihre Gefühle sind, sondern dass sie das Bewusstsein sind, in denen die Gedanken und die Gefühle aufsteigen. Und dann werden sie auch nicht so massiv destabilisiert. Das heißt, sie können viel gelassener gehen, viel entspannter. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn sie sich völlig verausgaben, das Gefühl haben, wenn wir morgen nicht Rammstein schließen, dann hat alles keinen Sinn, dann sprenge ich mich in die Luft, oder? Dann sind Sie einfach zu stark in Ihren Gedanken und Gefühlen verwickelt. Sie können einen Standpunkt beziehen, das finde ich richtig, dass Sie für Frieden einstehen, dass Sie für Ehrlichkeit einstehen. Aber bleiben Sie bitte gelassen und fröhlich. Es ist unglaublich wichtig, ja? Weil so haben Sie langfristig Energie. Und jetzt komme ich zum Schluss. Langfristig Energie zu haben, ist entscheidend für die Friedensbewegung. Ich habe mich mit Spitzen, ja, danke, das war viel. Wir werden diese Sache nicht in kurzer Zeit beenden, sondern das geht wirklich längerfristig. Und dann müssen Sie mit den Triathlon-Leuten sprechen. Die schwimmen zuerst, dann fahren die mit dem Fahrrad und dann rennen die nach. Okay? Ist sehr anstrengend. Haben Sie schon einen gesehen, einen Triathleten, der fluchend rennt und sagt, meine Güte, ist das eine Schallstrecke hier und meine Beine brennen und überhaupt die anderen Nerven. Sie verlieren nur Energie. Okay? Sie verlieren sehr viel Energie. Sie verlieren sehr viel Energie. Ich mache selber keine Triathlons, aber ich habe mit vielen Spitzensportlern gesprochen. Die arbeiten extrem mental. Extrem mental. Und die Friedensbewegung muss auch mental arbeiten, mit Achtsamkeit. Sind Sie, ja. Ich denke, wenn wir das machen,
werden wir immer stärker, ja, von Jahr zu Jahr, und wenn wir uns auch gegenseitig diese Techniken unterstützen, beibringen und uns gegenseitig trainieren, ja, dann ist wirklich sehr, sehr viel Potenzial in der Friedenskirche. Und es freut mich sehr, dass Sie so viele hier sind, und ich weiß, es sind noch Tausende überall, in dem Sinne, es gibt keinen Grund zu verzagen, es geht einfach vorwärts. Vielen Dank.